ein Album rauszugeben, ist immer etwas sehr, sehr Spezielles. Es ist irgendwie gleichzusetzen mit einer Geburt. Vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, aber... es kann schon sein, dass ich während der Studioproduktion, wenn es ums Album geht, unerträglich wird für meine Mitmenschen. Weil für mich geht es in dem Moment um alles. Es existiert gar keine Außenwelt mehr. Ich gebe dort wirklich voll alles, was ich geben kann. Und eigentlich muss man das ein bisschen anschauen wie ein Drehbuchautor von einem Film. Ich gehe meine Songs immer sehr cineastisch an. Dann trifft man sich im Studio und dort kommen die einzelnen Puzzleteile von der Mosaik sehr schmal zusammen. Und das ist immer ein hure geiles Feeling, wenn dann das erste Mal die einzelnen Elemente aufeinander prallen und das, was man vom Studio her kennt, wo ein ganz anderer Arbeitsprozess ist als nachher live, auch live wirklich, wirklich druckt. Und bei gewissen Songs hat man ein Wow-Gefühl, gerade beim ersten Mal schon. Und dann gibt es andere Sachen, wo man findet, hey, das ist noch lange nicht dort, wo es sein muss. Das klingt auf der CD viel besser und das ist nicht mein Approach. Mein Approach ist, ich finde, ein Künstler sollte live besser sein, als er auf der CD ist. Also was heisst besser? Interessanter oder emotional, das muss einem mehr berühren als auf der CD. Und ich glaube, mit meiner Truppe, so wie wir das unterwegs sind, ist das der Fall. Blickband ist sehr ein familiärer Haufen. Und ich lege auch enorm Wert darauf. Das fängt bei meinem Bruder an, der Sam. Der ist schon seit dem ersten Tag, wo ich Musik mache, eigentlich am Start gewesen. Ist jetzt noch mein Backup-MC und DJ und haltet so die ganzen Fäden zusammen von der Band. Sehr ein wichtiger Part für mich in der Band, auch aus emotionaler Sicht. Das Ledu an der Gitarre hat die ehrenwerte Aufgabe in meiner Band, Music Director zu sein. Das heisst, wenn ich irgendwelche Wünsche habe oder Vorstellungen habe mit Songs, dass ich sie mit der ganzen Band anschauen muss und auch ein Chaos dabei existiert, gehe ich zu ihm und tue im Vorfeld mit ihm alles besprechen. Ich hätte gerne da das und das Gitarren-Solo, da machen wir den Refrain doppelt so lang, wie er auf der CD ist, weil es cool ist, mit den Leuten abzugehen. Für das ist alles das Leben zuständig. Wieder neu in meinem Team jetzt auf dieser Tour ist der Chris Muschig. Er hat ein unglaubliches musikalisches Wissen, ist auch der älteste von der Band. Für mich mit dem Ledu zusammen, die zwei sind die besten Gitarristen von der Schweiz. Unangefochten. Der Fu am Bass, auch mit ihm sind wir aufgewachsen, der Sam und ich. Ich bin Gott froh, dass er sich irgendwann mal entschieden hat, anfangen Bass zu spielen. Weil so habe ich nicht nur einen guten Bassspieler in meiner Band, sondern auch einen sehr guten und langjährigen Freund. Dann, wir haben noch den Hubert. Der Akkordeonist kommt aus Straßburg, aus Frankreich. Er ist auch wirklich ein Geschenk von Gott. Leslie Bogert, Backing-Sängerin von mir, sie hat auf sämtlichen Blick-CDs, die man kennt, gesungen. Sie kennt all meine Schwächen, sie kennt meine Stärken, sie weiss auf der Bühne, wenn sie Musik greifen, wenn es für mich irgendwie nicht mehr tut. Und wir sind so ein eingespieltes Team. Ich bin überglücklich, sie an Bord zu haben. Der Specki oder der Drums, das ist wirklich die gleiche Frequenz. Match made in heaven. Credit Suisse Viva. Attractive banking. Experience more.